gleich schön wie ihre Vorgängerinnen, aber voraussichtlich besser verfügbar. In diesem Video darf ich euch die neue Fuji X106 vorstellen. Die X100-Serie von Fujifilm, eine riesige Erfolgsgeschichte, geht also in die nächste Runde hier, in der sechsten Version. Ist doch schon ein Moment her, wo die erste auf den Markt gekommen ist, 2010 war das. Und die letzte Version in der Ausgabe 5, das ist auch schon bereits wieder 4 Jahre her, 2020, wo die auf den Markt gekommen ist. Aber für alle, die sich letztes Jahr so eine haben wollen anschaffen, die wissen es, die Wartezeiten sind zum Teil mehrere Monate gewesen. Was auch ganz außergewöhnlich ist für eine Kamera, die natürlich schon 4 Jahre eigentlich erhältlich ist. Die Erfolgsgeschichte wird jetzt weitergeschrieben mit der 6. Ausgabe. Da ist schon mal zu sagen im Voraus, also Fujifilm hat da auch schon sich committed und gesagt, die Wartefristen werden nicht ganz gleich schlimm sein wie da bei der direkten Vorgängerin. Also wir rechnen mit einer bisschen besseren Verfügbarkeit. Nichtsdestotrotz lohnt es sich aber natürlich, die Kamera möglichst gleich vorzubestellen, wenn man auch will, zu der ersten Besitzerin oder Besitzer gehören. Und weil ich weiss, dass ganz viele von euch sagen, hey, die muss ich haben, haben wir hier noch ein kleines Goodie, bevor wir dann auch auf die Änderung eigentlich kommen, die Kamera hat. Wir werden nämlich unter den ersten 50 Auslieferungen von dieser Kameras etwas ganz Spezielles verlosen. Und zwar verlosen wir ein City Trip Weekend nach Paris. Ihr werdet aber nicht alleine nach Paris müssen oder dürfen gehen, sondern ihr werdet begleitet werden vom Street- und Dokumentarfotograf Jens Krauer, einer von den in meinen Augen besten Streetfotografen, die wir in diesem Land haben. Und die Kamera, die sich natürlich besonders für Streetfotografie auch eignet, werdet ihr dort unter besten Bedingungen natürlich können testen und auch noch den einen oder anderen Tipp natürlich vom Jens können abschauen. Er kennt Paris sehr gut und kann euch da sicher auch noch den einen oder anderen Geheimtipp geben für schöne Plätze, für coole Streetfotografiebilder. Das also zum Thema Vorbestellen. Wir nehmen Bestellungen entgegen, bei uns in den Shops natürlich oder auch online. Und wie gesagt, unter den ersten 50 ausgelieferten Kamera gibt es den tollen Preis zu gewinnen. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema, zu der Kamera und zu dem, was sich dann verändert hat. Weil wenn man sie nämlich äußerlich anschaut, ist das nämlich so ziemlich gar nichts oder fast nichts. Und das ist ja gut so, weil das ist ja sicher auch ein Teil des Erfolgsrezepts dieser Kamera. Es ist einfach halt auch wunderschön. Und das Design zieht natürlich hier Fujifilm logischerweise auch weiter, wobei eine ganz kleine Veränderung gibt. Es ist nämlich ganz minim dicker geworden. Es sind aber wirklich lediglich nur etwa 2 mm. Und der Grund für das sind sicher die inneren Werte. Das sind nämlich die eigentlichen Veränderungen bei dieser Kamera. Und zwar haben wir das erste Mal bei einer X100 einen optischen Bildstabilisator eingebaut, im Objektiv, also der bis zu 6 Blendenstufen ausgleichen kann. Das ist natürlich sehr cool, gerade auch im Anbetracht von der zweiten grossen Veränderung. Nebst dem Bildstabilisator hat nämlich die Kamera jetzt den 40-Megapixel-Sensor verbaut. Und dort im Zusammenspiel mit dem Bildstabilisator ist natürlich noch eine ganz neue Bildqualität entsprechend möglich. Das sind also die Hauptänderungen, die die Kamera ausmacht. Es sind noch kleinere Sachen natürlich, wobei kleinere Sachen für die einen oder anderen ist das natürlich auch sehr, sehr spannend. Wir haben nämlich jetzt auch die neue Filmsimulation drin, die mit der letzten GF-Kamera eingeführt worden ist. Da haben wir jetzt entsprechend auch die Real Ace-Simulation direkt eingebaut. Ganz viel lieben die Filmsimulationen berechtigterweise, weil ihr könnt gerade direkt aus der Kamera natürlich diesen Bildern ganz spezielle Looks verpassen. Da also eine weitere neue Simulation mit dabei. Es gibt ganz viele Sachen, die sich glücklicherweise nicht geändert haben. Und das ist zum Beispiel der Akku, den ihr auch von der Vorgängerin nutzen könnt. Der Filter, der sie ja dann auch gegen Wasser abdichtet vorne, den könnt ihr auch weiter verwenden. Ihr könnt das Case weiter verwenden. Ihr könnt den Weitwinkel und den Telekonverter weiterverwenden. Also da habt ihr die volle Kompatibilität von Zubehören, die ihr vielleicht schon besitzt. Und was auch gleich bleibt, ist, dass es jetzt zum Start 2 Finishes wird geben, so wie wir sie hier sehen, in Silber und natürlich auch wieder in Schwarz.
Ich bin selber ein grosser Fan von dieser Kamera, also auch die Vorgängerin selber, und bin überzeugt, dass da auch diese Kamera wieder ganz, ganz viele glückliche Besitzerinnen und Besitzer werden finden. Wenn ihr noch Fragen zu der neuen X106 habt, bitte schreibt uns unter die Kommentare rein, kommt auf uns zu. Und für alle anderen, die sagen, hey, die will ich, die können unten auch gerade den Link klicken, kommen in unseren Shop, können sie vorbestellen. Oder ruft uns an, schreibt ein E-Mail, kommt vorbei. Wir würden euch gerne eine der ersten Kameras sichern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.